Sarah Connor, Hetzer Video, kurioser Eklat zwischen ihr, Senna Gamur und Anna Maria Ferchitschi. In den letzten zwei Tagen lieferten Sarah Connor, ihre Schwester Anna Maria Ferchitschi und Senna Gamur eine hitzige Show für die Instagrammer. Der Grund, ein Handtuch. Sarah Connor, mit Handtuch auf dem Kopf im Regen. Die letzten zwei Tage verfolgten sicherlich so einige Instagram-Nutzer den Beef des Augusts. In den Hauptrollen. Sängerin Sarah Connor, 44, ihre Schwester und Frau von Bushido Anna Maria Ferchitschi, 42, und Ex-Monroe-Sängerin Senna Gamur, 44. Aber was genau ist passiert? Mit einem Instagram-Video sorgte Senna für ordentlich Gesprächsstoff. Zu sehen ist Sarah auf der Bühne bei einem Auftritt. Wie sie ihren Kopf mit einem Handtuch bedeckt. Im weiteren Verlauf hält sich die Sängerin das Tuch über die Nase und den Mund und sagt: Oben unten Pfuh. Senna kommentiert den Ausschnitt daraufhin und findet, dass diese Aktion gar nicht ginge. Sarah Connor weist Sennas Vorwürfe gegen sich zurück. Laut Senna würde sich Sarah damit respektlos gegenüber Frauen verhalten, die ein Kopftuch tragen. Die 44-Jährige finde, dass sich die Sängerin damit über Hijabs lustig machen würde. Dass Sarah dann auch noch oben unten versagt, empfindet Senna als sehr negativ, fragwürdig und respektlos. Die Wie schön du bist Interpretin lässt diese Vorwürfe jedoch nicht auf sich sitzen. Es folgt ein schriftliches Statement in Sarahs Instagram-Story. Traurig, dass du das von mir denkst. Niemals würde ich andere Frauen diskriminieren, schreibt sie. Zudem stellt Sarah klar, dass diese Momentaufnahme nichts mit Hijabs oder Kopftüchern zu tun habe. Das Sprichwort oben und unten Pfund stamme ihrer Kindheit. Sarahs Mama hätte dieses oft verwendet, wenn sie nur eine Katzenwäsche gemacht habe. Sarah Connor, ihre Schwester Anna Maria verteidigt sie. Während des Auftritts hat es geregnet. Ich war oben trocken, unten klatschnass und ohne Hose, erklärt die Sängerin. Für Sarah ist Sennas Beitrag ein aus dem Zusammenhang gerissenes Hetzer-Video. Und was passiert, wenn sich zwei streiten? Dann folgt die dritte. Sarahs Schwester Anna Maria verteidigt sie daraufhin in ihrer Instagram-Story. Sennas Video kommentiert die 42-Jährige mit: Heute hast selbst du dich noch einmal übertroffen. Wie uninformiert und asozial, etwas aus dem Kontext zu ziehen und zu verdrehen. Du hast schon immer ein Problem mit Sarah gehabt. Neid ist etwas Ekelhaftes. Du solltest dich schämen. Verwendete Quelle: Instagram.